Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem YouTube-Kanal und ich freue mich total, dass ich heute die liebe Dagmar hier habe. Ich habe das wunderbare Erlebnis gehabt, mit ihrer tollen Hündin Jola zu sprechen und ich möchte euch heute einfach mal daran teilhaben lassen, was Menschen fühlen beziehungsweise was Menschen erleben, mit deren Tieren gesprochen wird. Außerdem würde mich natürlich auch interessieren, ob sie überhaupt irgendwas gemerkt hat und das wollen wir sie jetzt einfach mal fragen. Hallo Dagmar, schön, dass du da bist. Hallo Beate, hallo an alle. Ja, ich hatte ja die Erlaubnis von dir mit deiner tollen Hündin Jola zu sprechen. Vielleicht magst du einfach mal erzählen, wie die Jola zu dir gekommen ist, beziehungsweise was sie auch für eine Geschichte mitgebracht hat. Ja, das ist schon eine lange Geschichte. Als Bruno gestorben ist letztes Jahr, das war ganz schlimm. Und dann habe ich gedacht, na, das Beste ist für mich wieder Hund. Ich muss Hochdeutsch sprechen, sorry. Ich habe immer den Dialekt. Ich Alles gut, du probiere Liebe. es. Und habe mich auf die Suche gemacht, war wieder auf der Seite von Spanien. Und dann sah ich Jola, sah die Augen und dachte, das sind Brunos Augen. Jetzt dachte ich, bitte nicht nochmal einen kranken Hund. Bruno war sehr, sehr krank. Okay. Und habe dann ein Blutbild machen lassen und eigentlich war es für mich auch schon beschlossen. Ich habe Jolas Augen gesehen. Es gab im Tierheim Labrador, es gab Welpen, gerade zu dieser Zeit. Ich bin nicht hingegangen, ich habe nicht geschaut. Ich habe mich für Jola direkt entschieden. Das Blutbild war in Ordnung. Und dann haben wir ganz schnell einen Flug gesucht, eine Flugpatenschaft, weil ihr Hund, also der Hund, wo bei ihr im Zwinger war, wurde auch vermittelt und sie war dann ganz alleine. Und dann musste das ganz schnell gehen und dann kam sie wirklich ganz schnell. Das war dann innerhalb von 3 Wochen gemacht nach Stuttgart. Ja, und dann, sie war in einem ganz schlimmen, erbärmlichen Zustand. Also könne ihm eigentlich noch die Träne kommen. Sehr ängstlich, sehr mager, keine Muskulatur. Sie ging nie an der Leine, gar nichts. Also hat sie auch praktisch gar nichts gekannt, als sie zu dir gekommen ist. Nein, gar nichts. Wir Okay. konnten, oh je, die ersten 2, 3 Tage sind wir dann Meter für Meter, habe ich so gelockt an der Leine, ohne Druck, ohne Zug. Meter für Meter immer vorwärts. Und dann Muskulatur aufbauen. Also sie war dann nach 10 Minuten auch völlig erschöpft mit angeklemmter Rute. Ich habe dann Sicherheitstier und Halsband, habe alles doppelt gesichert. War mir selbst unsicher, ob ich alles richtig mache. Aber hat im Endeffekt dann, nach 4 Tagen ist sie dann wirklich schon locker mitgelaufen. Das hat keiner geglaubt. Das ist doch super, wenn die Tiere dann, wenn sie schon Schlimmes erlebt haben, wenigstens in ein Zuhause kommen, das Ja. total sich auf die Tiere einlässt, ja, das sich Ja. zeigen lässt. Und ja, aber wie lange ist Jola jetzt bei dir? Das war jetzt am 4. Juni ist sie ja geworden. Okay, gut, wir hatten ja jetzt vor circa, ja, vor noch nicht mal einer Woche eine Tierkommunikation mit der Jola. Und vielleicht magst du einfach mal erzählen, was diese Tierkommunikation mit dir gemacht hat, beziehungsweise was du in dem Moment empfunden hast, als du gehört hast, was dir deine Hündin so alles erzählt hast. Ich denke, das wäre vielleicht mal total interessant zu erfahren, was Menschen dann halt auch empfinden in so einem Moment, beziehungsweise wie das für dich gewesen ist. Ja, ich war aufgeregt, wusste nicht, was kommt. Ich dachte auch nicht, dass so viel rauskommt. Ich war emotional total berührt und auch super glücklich, dass du mit ihr reden konntest und dass man jetzt auch ihr Problem verstehen kann. Aber ich war wirklich, ich war total, ich war fast überfordert, weil ich habe mit sowas nicht gerechnet, dass sowas rauskommt, dass sie so bereit ist und so drauf wartet. Ja, also Ja. wenn ich jetzt daran denke, bekomme ich schon wieder Gänsehaut. Ja.
Ja, ich auch. Über das Erlebnis, was da tatsächlich gewesen ist, weil man kann an dieser Stelle wirklich sagen, Tierkommunikation ist wirklich mehr als nur zu fragen, wie geht es dir? Weil Ja. in diesem Fall war es tatsächlich so, ich möchte euch ein bisschen was davon erzählen, dass die Jola einfach auch aus ihrer Vergangenheit erzählt hat, also was sie sozusagen erlebt hat. Und ich benutze dazu auch immer die systemische Aufstellungsarbeit. Und wir haben dann auch tatsächlich noch Dinge erfahren, die mit der Vergangenheit zu tun gehabt haben, hatten und konnten diese dann halt eben auch auflösen. Dagmar, wie war das denn, als du so gehört hast oder auch als du meine Emotionen gesehen hast, als ja Jola dann ja auch wirklich ziemlich traurig darüber gewesen ist, was sie so alles erlebt hat. Wie war das für dich in diesem Moment? Ich war auch ganz traurig, ich hätte das nie gedacht, dass sowas auch der Hintergrund ist für ihr Problem. Ich war eigentlich total überrascht. Mhm. Und aber auch traurig, mit traurig. Mhm. Und vor allen Dingen auch die Traurigkeit, die du dann hattest, wo die hochgekommen. Mhm. Das war ein Wahnsinn. Das war ein absoluter Wahnsinn. Also ich war total geflasht. Ja. In diesem Moment ist es auch tatsächlich so, dass ich meine Emotionen überhaupt nicht unter Kontrolle habe. Das heißt, es kommt einfach so, wie es kommt und so nehme ich es natürlich an. Ich habe manchmal das Gefühl, ich weine die Tränen der Tiere tatsächlich. Ja, vielleicht ist es auch wirklich so, weil es einfach so überraschend kommt. Aber bei Jola war es tatsächlich so, schon als ich mit ihr in Kontakt getreten bin, war ja auch schon von Anfang an dieses Gefühl da. Und ich musste mich ja auch da schon sehr zusammennehmen, dass mich meine Emotionen nicht schon gleich schon zu Beginn total überwältigen. Was hat sich denn... Oder nach dem Gespräch, hat sich darin dann irgendetwas verändert oder ist da irgendwas passiert, was vielleicht anders war als vorher? Ja, auf jeden Fall. Das war dann die Kommunikation beendet. Die Jola lag ja die ganze Zeit neben mir, eigentlich auch völlig entspannt, war alles gut. Und die sprang von der Couch und auf die Fliesen, hat mein Mann gesagt, was ist jetzt? Macht sie normal nie. Sie ist da rumgerast. Um uns rum. Ich habe Angst gehabt, sie verletzt sich und rutscht weg. Sie war und was ganz, ganz, das war wunderschön. Abends mache ich ihr immer einen guten Nachtkuss. Da sage ich immer, Jola, gute Nacht, bis morgen früh. Da lag sie in ihrem Korb. Ich ging runter zu ihr. So was habe ich noch nicht erlebt. Die Pfote kam auf meine Schulter. Cool. Ich habe dann innegehalten, habe gesagt, ach, Jola, wie schön. Es war auch so ein Druck. Mhm. Und als ich mich von ihr lösen wollte, nochmal so richtig festgehalten, sowas hat sie noch nie gemacht, sowas hat noch kein Hund gemacht. Es war wie eine Umarmung. Ich kann fast gar nicht hochgehen ins Bett. Sie traut sich leider Gottes nicht hoch. Sie dürfte mit hoch. Macht sie nicht. Kommt vielleicht irgendwann. Aber mir ist es sehr schwer gefallen. Ich war so, so glücklich, dass mir gerade noch mal die Tränen gekommen. Also ganz toll. Und nächsten Tag beim Spazieren hatte ich auch die lange Schleppleine dran, dass sie die Chance hat, aus sich rauszukommen. Und da hat sie gerast, da hat sie gespielt. Sie war sehr, sehr aktiv. Mhm. An einem bestimmten Platz und habe mich heute auch noch mal mit dahin und habe sie auch mal von der Leine gelöst, dass sie noch mal sich konnte und auch wieder sehr aktiv einen Moment verspielt, viel mehr wie vorher, das veräppt dann wieder, aber es ist schon länger. Also ich fand das schon direkt eine Veränderung, wie gesagt, also sie ist von der Couch runter, sie ist da rumgerannt. Also man konnte sozusagen die Erleichterung in ihr spüren. Ja. Man merkt dann natürlich schon auch im Nachgang, dass wirklich was passiert ist. Ja? Also so kann man das tatsächlich auch sehen oder so würdest du es auch beschreiben. Ja, genau. Ich war dann selbst auch überrascht. Mein Mann, der hat es ja nicht mitbekommen, der hat auch gesagt, was ist das? Okay, also hast du ihm dann erzählt, dass ich mit dem Hund gesprochen habe? Hast du es ihm erzählt? Ja. Ja. Okay, ja, schön.
Wow, also das ist natürlich echt total super und ich bin wirklich auch gespannt. Ich meine, es ist jetzt ja noch nicht mal eine Woche her, dass wir miteinander, dass wir mit Jola gesprochen haben. Mal schauen, was sich vielleicht auch im Laufe der nächsten Zeit noch tut. Ich denke, da wird sich schon noch auch noch was verändern, weil ich auch glaube, dass man selber auch, wenn man halt alles mitbekommen hat, geht man vielleicht auch selber anders mit der Situation um. Also ich könnte mir vorstellen, dass man selber, ja, dass man selber da ein bisschen anders drauf reagiert, oder? Ja, genau, auf jeden Fall. Ich bin auch mal gespannt, was da noch jetzt kommt. Also es war unglaublich. Ich finde, auf jeden Fall, sie hat es schon verändert. Und ich habe jetzt auch diese Bachblüten gemischt Ah, okay. und nehme das Spray, also die Essenzen von dir nehme ich auch noch zusätzlich. Mach mal jetzt auch weiter. Okay, super. Ja, liebe Dagmar, ich danke dir von Herzen für deine Mitteilung, die du gemacht hast. Hallo, da hat deine Tochter auch noch mit dabei. Hallo, wir machen gerade ein Feedback-Video, aber schön. Ich Ja, freue bleib nur da. mich. Meine Ja, Tochter, Anna. deine Tochter. Hallo. Ja, vielleicht Hallo. hat sie auch was mitbekommen, wie ob, dass die Jola sich verändert hat. Ja, auf jeden Fall. Sie hat auch mitgeschaut. Ah, okay. Und ist auch Hast du begeistert. auch mitgeweint? Was? Hast du geguckt, du auch mitgeweint hast? Ja. Okay. Ja. Ja, das war ja auch wirklich sehr, sehr berührend gewesen. Ja. Ja, liebe Dagmar, ich danke dir total dafür, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, mir hier ein Feedback-Video zu machen. Ich hoffe natürlich ganz, 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 ganz dolle, dass mit deiner Jola noch weiterhin bergauf geht und dass sich da noch vieles zum Positiven verändert. Ja, meine Lieben, ihr seht, Tierkommunikation kann tatsächlich helfen und ich freue mich, wenn ihr vielleicht auch Lust habt, die Tierkommunikation zu lernen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit.